Sicherheitskräfte 57. Er kommt auf uns zu. Er ist zu schnell. Die panamesische Regierung nicht, ob es Überlebende gab. Bitte bleiben Sie dran. Warum werden wir langsamer? Das Ding ist bereits 200 Meilen vor der amerikanischen Ostküste und wir wissen noch nicht mal, was zum Teufel es ist.1977 hatte ein Film Premiere, der uns verblüffte. RI-31, wollen Sie offiziell ein UFO melden? Er forderte uns heraus. Er verstörte uns. Er raubte uns den Atem. Von dem weltberühmten Autor und Regisseur Steven Spielberg. Ein Meilenstein in der Geschichte des Films. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Collector's Edition. Mit einem einzigartigen Making-of-Beitrag. Mit aktuellen Interviews. In einer völlig neuen Bearbeitung. Ein vollkommen neues Erlebnis. Eine Reise, die Sie nie vergessen werden. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Collector's Edition. Buch und Regie Steven Spielberg. Das ist ein sehr altes Sprichwort. Wenn der Schüler so weit ist, erscheint der Meister. Zorro. In einem Land, in dem die Freiheit nur eine Erinnerung ist. Doch bin ich hergekommen, um wie du kämpfen zu lernen, mir deine Kraft und deinen Mut anzueignen. Zorro war ein Diener des Volkes. Er tat immer, was nötig war. Und jetzt hat man ihn wieder nötig. Und das Gesetz machtlos. Er hat meinen Bruder auf dem Gewissen. Bring ihn um! Müssen die Gerechten zu Gesetzlosen werden. Kennst du dich mit sowas aus? Ja. Das spitze Ende, da geht in den anderen rein. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ein Quintett! Wenn du diesen Mann töten willst, kann ich dir helfen und dir zeigen, wie du dich bewegen, wie du denken musst, wie du ehrenvoll Rache nimmst und überlebst. Wie soll ich tun können, was nötig? Wenn ich nur noch eins empfinde. Hass. Verbirg ihn damit. Sie müssen auf der Hut sein, Senorita. Hier treiben sich gefährliche Burschen rum. Vergeben Sie mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Seit meiner letzten heiligen Beichte sind 3 Tage vergangen. Fahr fort. Ich habe gegen das 4. Gebot verstoßen, Padre. Einen umgebracht? Nein, das ist nicht das 4. Gebot. Das ist doch klar. Eines Mannes wegen hatte ich unreine Gedanken. Wollüstig. Ja, wollüstig. Nicht übel. Die einzige Sünde wäre zu leugnen, was dein Herz wahrhaft empfindet. Ganz und gar nicht übel. Zwischen der Frau, die sein Herz erobert hat. Und tu nicht so, als würde sie dir nichts bedeuten. Sehr viel sogar. Und den Feind, der ihm die Seele rauben will. Ich würde auch 100 ermorden, bedeutete das ihren Tod.
tobt die Schlacht. Montero führt etwas im Schilde. Die Zeit ist reif, dass wir einfordern, was uns schon immer zustand. Um das Schicksal eines Volkes. Ab morgen machen wir ernst. Wir fordern das Schicksal heraus. Es geht hier doch nur um einen einzigen Mann, deswegen... Nicht nur um einen einzigen Mann, sondern um Zorro. Es gibt ein Zeichen für Gerechtigkeit. Du kennst Zorro. Er könnte überall sein. Haben Sie mich vermisst? Maske des Zorro.